Schön, dass wir wieder so einen vollen Saal vor uns haben. Und wir möchten heute mit diesem dritten Beitrag in unserer Reihe Feed the Change eine Brücke schlagen. Und zwar von gestern zu heute, von den beiden Impulsen gestern, die uns schon so ganz wunderbar dazu eingeladen haben, unsere Köpfe zu öffnen, über den Tellerrand hinauszublicken, hin zu den ganz, ganz konkreten Praxisimpulsen, die ich und hoffe, wir alle heute erwarten in den zahlreichen Workshops, 30 an der Zahl, heute und morgen. Und Christiane und ich, wir saßen gestern Abend auch noch zusammen und haben überlegt, wo knüpfen wir denn eigentlich genau heute an gestern? Das waren ja wirklich zwei spannende, große Impulse. Und da waren wirklich sehr viele verschiedene Aspekte dabei. Aber wir haben uns bei vier Themen auch ganz konkret an unsere Vorgespräche mit unseren beiden wunderbaren Gästinnen erinnert. Und zwar bei den Themen: den eigenen Handlungsspielraum für Veränderungen nutzen, Silos und Gewohnheiten aufbrechen, kleine Schritte gehen und diese auch wertschätzen und dabei die Komplexität umarmen. Und damit auch die Spannungsfelder, die damit einhergehen, anerkennen. Und wir freuen uns sehr, dass wir für unser Gespräch zwei, wie wir finden, sehr spannende Personen gewinnen konnten. Einmal Iris Bothe. Sie haben wir bei Kommune 360 Grad als eine sehr erfahrene und engagierte Stadträtin kennengelernt, die ihren Handlungsspielraum dafür nutzt, um gute Rahmenbedingungen für Veränderungen zu schaffen. Vor allem dann, wenn es darum geht, auf komplexe Herausforderungen neue Lösungen zu finden. Und das über Zuständigkeiten und Bereichsgrenzen hinweg. Und unser zweiter Gast, Martin Florak, setzt sich als Politikwissenschaftler und Leiter des Wissenschaftscampus NRW mit den großen gesellschaftspolitischen Transformationsprozessen unserer heutigen Zeit auseinander. Nicht so erwartet. Und das auch immer an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis. Denn einerseits ist der Wissenschaftscampus, also so habe ich das gelesen, versteht sich selbst als eine anwendungsorientierte Wissenschaftseinrichtung. Und Martin Florak hat auch vor 2 Jahren selbst den Sprung in die Verwaltung gewagt. Was das genau bedeutet, dazu hören wir bestimmt noch was in dieser nächsten halben Stunde. Herzlichen Dank, dass Sie beide da sind, dass ihr beide da seid. Und wir möchten auch gerne direkt mit der Frage starten, was euch beide eigentlich antreibt, euch mit Veränderungen zu beschäftigen und auch ein ganz wichtiger Aspekt, der gestern auch aufkam, was euch auch konkret ins Handeln bringt. Iris, warum muss sich aus deiner Sicht eigentlich überhaupt kommunales Handeln verändern und was treibt dich in Wolfsburg dabei an? Also ich würde mal so anfangen, dass eigentlich in meinem Erleben, und ich bin ja gestern aufgestanden bei über 30 Jahre, ich eigentlich für die ganzen 30 Jahre sagen kann, dass das Veränderung war. Also ich finde, es ist ein bisschen überzogen aus meiner Sicht jetzt zu sagen, also jetzt ist der große Veränderungsdruck oder jetzt sind die großen Begrifflichkeiten wie die Transformation, sondern ich kann mich erinnern, dass ich mit Führungskräften schon vor 10, 15 Jahren Workshops hatte, wo wir gesagt haben, also Heraklit, das einzig Beständige ist die Veränderung. Und von daher würde ich rückblickend sagen, dass das eigentlich ein Dauerthema ist, also insbesondere in den Bereichen, für die ich zuständig bin, weil ja dort sich ganz unmittelbar Veränderung von Gesellschaft, Anforderungen von unseren Zielgruppen ja im Prinzip immer wieder abbildet. Das, was ich sag mal, mich antreibt, ist, dass wir natürlich viele komplexe Herausforderungen haben. Wir haben ja nun auch mehrere wirklich sehr große Krisen erlebt. Und ich zutiefst davon überzeugt bin, dass komplexe Herausforderungen eben nicht tatsächlich in Silos
gelöst werden können, sondern nur im Rahmen einer guten und übergreifenden Zusammenarbeit und dass es wichtig ist, sozusagen nicht in Zuständigkeiten zu denken, sondern in Verantwortlichkeiten. Und wenn ich das sozusagen als Prämisse habe, dann bedeutet das einfach, dass man das, was man ja auch vielfach sozusagen von Partnern an der Stelle erwartet, also übergreifend sich Herausforderungen zu stellen, dass das in allererster Linie natürlich auch gut vorgelebt werden muss aus einer Verwaltung an der Stelle heraus. Und wenn man das tut, dann kann man das natürlich auch ausweiten und das versuchen wir ja auch ständig. Also auch mit unseren Partnern stellen wir ja fest, dass eine Zusammenarbeit deutlich besser gelingt, wenn man sozusagen übergreifend an der Stelle sich zusammensetzt, auf die Herausforderungen guckt und dafür halt eben Lösungen entsprechend zu entwickeln. Und das prägt am Ende halt auch eine Kultur und erlaube noch einen Satz. Als Replik auf den gestrigen Abend zu diesem Thema Ziele. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, OKRs oder sowas zu entwickeln. Da kann man sich lange mit an der Stelle aufhalten. Das ist in einer Zeit, die so schnelllebig ist wie diese, da hat man die niedergeschrieben, dann haben die sich schon wieder überholt. Aber was, glaube ich, total wichtig ist, ist sowas zu haben wie so ein Haltungsziel. Und wir haben bei uns versucht, mit unseren Führungskräften ein Ziel zu entwickeln. Das heißt nämlich einfach schlicht gemeinsam ans Ziel. Und da steckt einfach wahnsinnig viel drin, nämlich das gemeinsam mit einer gemeinsamen Haltung sozusagen Ziele zu erreichen. Und das, glaube ich, trägt deutlich mehr für eine Kultur letzten Endes auch in einer Organisation. Ich will jetzt gar nicht mal sagen nur in einer Verwaltung, sondern in einer Organisation. Ja, vielen Dank für den ersten Einblick. Das heißt auch ein Stück weit, das fand ich auch im Vorgespräch so faszinierend, Veränderung, das ist doch eigentlich was ganz Normales. Wir müssen uns tagtäglich verändern, wir müssen immer reagieren auf diese Herausforderungen und ich finde, du strahlst da immer so was aus, so von wegen, ja klar, ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt darüber reden, dass wir uns verändern und anpassen und gemeinsam einen Weg finden. Naja, ich glaube, weil trotzdem natürlich Menschen die Sehnsucht nach Beständigkeit haben. Ne? Also Veränderung bedeutet ja auch, dass man die eigene Komfortzone verlassen muss. Und seien wir doch mal ehrlich, also jeder hat ja zwischendurch auch mal die Sehnsucht nach, ich sag mal, einer gewissen Form von Ruhe, dass auch mal sowas bleibt, was man sozusagen hat. Deswegen ist es da einfach wichtig, immer wieder in den entsprechenden Diskurs zu gehen. Und die große Herausforderung steckt ja auch darin, dass gerade es gibt nicht die Verwaltung. Ne? Man hat immer so ein Bild, die Stadtverwaltung. Das stimmt nicht. Ja? Es gibt ganz viele Bereiche in einer Stadtverwaltung, die ganz unterschiedliche Kulturen haben. Das Jugendamt hat eine völlig andere Kultur als das Schulamt oder als die Stadtplanung oder das Grünflächenamt. Oder das Personalamt. Also von daher, also da gibt es einfach es gibt unterschiedliche Kulturen. Und ich sag mal, jeder hat ja in gewisser Weise auch die Berechtigung. Das Jugendamt hat ganz deutlich andere Herausforderungen an vielen Stellen zu stemmen. Aber dieses Thema gemeinsam ans Ziel kann natürlich auch für das Jugendamt an der Stelle gelten, denn auch dort gibt es die Herausforderung, dass die unterschiedlichen Bereiche miteinander zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass, wenn man das sozusagen verinnerlicht, dann hat auch jede Organisation in der Organisation natürlich auch die Chance, das entsprechend zu leben. Und wenn man es dann bestenfalls halt auch schafft, zusammenzuarbeiten, sich kennenzulernen, zu kommunizieren, zu wissen, aha, da ist der und der, mit dem kann ich irgendwas lösen, dann hat man sozusagen schon mal die Brücke geschafft, ne, aus der Burg oben, wo man sich verschanzt, oder aus dem Tal der Tränen, wo man sich so gerne aufhält, dann sozusagen ein Stück weiter zu gehen und den nächsten Schritt an der Stelle zu machen. Mhm. Ja, danke für diesen ersten Einblick. Dann möchte ich gerne mal zu Martin Florak blicken und fragen, ja, was knüpft das bei dir an, was du jetzt gerade gehört hast hier aus Wolfsburg von Iris? Wie blickst du eigentlich, und vielleicht, du bist ja auch hier in einer Doppelrolle, vielleicht auch erstmal so aus deiner wissenschaftlichen Perspektive, wie guckst du eigentlich auf Veränderungen?
Also da hängen jetzt ein paar lose Fäden rum. Also ich habe schon, bin geneigt, schon gleich 6 oder 7 aufzuschreiben. Ich pick mir mal was raus. Also passt auch super zu Sonntag. Ne? Wir haben eine Europawahl in den Knochen. Da spielt Transformation eine Rolle. Und was super interessant ist, also jetzt sozusagen der Politikwissenschaftler in mir, ne, der sagt, also wir sind die super Vollkasko-Sicherheitsdeutschen. Ne? Also wir sind die einzigen mit Vollkasko-Versicherung für jede Karre, egal wie schrottig sie ist in Europa. Wird immer Vollkasko versichert. Zweites Beispiel, vielleicht ein bisschen relevanter hier, die Bundesregierung macht gerade ein Reallaborgesetz. Ich weiß nicht, wer da irgendwie involviert war und was mitbekommen hat, gibt eine Anhörung dazu. Die Idee ist ja Experimentierklausel, also man soll experimentieren, was ausprobieren, schnell und einfach und so weiter. Was macht man? Gesetz mit Vereinheitlichung. Ne? Und wenn man sich den Prozess anguckt, der dauert jetzt 3 Jahre, bis wir dann experimentieren dürfen. Also das ist natürlich total interessant, wenn man politikwissenschaftlich drauf guckt, weil alle von Transformation erzählen und wir sonst Stabilität, Sicherheit, Gewohnheiten, Routinen die ganze Zeit besichtigen. Und das war eigentlich auch der Impuls damals für die Idee dieses Wissenschaftscampus, zu sagen, Mensch, da wird ganz viel über was gesprochen, ganz oft. Also erst recht, wenn wir von der großen Transformation sprechen, drunter machen wir es nicht. Ne? Also groß muss es immer sein und ganz umfassend und komplex ist es alles. Und das ist natürlich die perfekte Einladung, nichts zu tun. Weil der Status quo ja nicht sozusagen begründungspflichtig ist. Ne? So wie es ist, ist ja immer schon gewesen. Und gegen diesen Impuls anzukommen, das ist halt sozusagen für alle Praktikerinnen und Praktiker im Raum eine Herausforderung, es ist eine organisatorische Herausforderung, es ist vor allem eine politische Herausforderung. Weil sobald irgendjemand sagt, da müssen wir uns mal fundamental verändern, sagen wir als Wähler, ja nee, ich nicht. Ne? Fangt mal an, lasst euch den Vortritt, kein Problem, fangt schon mal an mit der Veränderung, ich komme hinterher, wenn es funktioniert hat. Und das ist natürlich politisch tödlich, weil diese Art von Transformation sozusagen nur, und je größer sozusagen das Delta wird zwischen dem rhetorischen großen Wurf, jetzt machen wir sozusagen die revolutionären Schritte, und dann kommt so das Klein-Klein, dann tut sich ja genau das Delta auf, wo wir dann wiederum wohlfeil darüber schwadronieren können, warum die ja zu blöd sind, warum man da keine Mehrheiten hat, warum das praktisch nicht funktioniert und so weiter. Also das finde ich total interessant, und ich würde behaupten, da gibt es in den Sozialwissenschaften natürlich total viele interessante Bestände, Wissensbestände, die sich zu heben lohnt. Und dann halte ich die Klappe. Das war auch ein bisschen der Dreh, weil ganz oft bei diesen Transformationsveranstaltungen das total unterbelichtet ist. Ich habe Experten für ja, Verkehrsfragen, Mobilität und auch Jugendhilfeplanung und so weiter. Nur dummerweise gibt es keine sozusagen Prozessqualität, auch von Leuten, die politische Sachverhalte verstehen. Und ganz oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass erst recht aus dem wissenschaftlichen Betrieb, wenn man Wissenschaftler auf Politiker loslässt, dann kommt ja gerne so die Nummer, ja, das wissen wir doch seit 30 Jahren, warum macht ihr denn nichts? Und er sagt, ja, weil ihr keine Mehrheit dafür habt. Ja? Weil wenn er das macht, ist er politisch tot. Und zwar 2 Tage später. Und diesen Sachverhalt sozusagen zu drücken, das, glaube ich, lohnt sich unheimlich bei diesem Transformationsthema. Also für die Machtkalküle ein bisschen offener zu sein, das war so mein Impuls. Okay, ich möchte da total gerne direkt anknüpfen, weil wir haben das Ganze ja überschrieben, auch sozusagen mit Komplexität aushalten. Und wer das Programm aufmerksam gelesen hat, sagt, uns geht es ja sehr stark um dieses Spannungsverhältnis von ne, auf der einen Seite diesen Impuls, Dinge immer wieder zu verändern, aber auch sozusagen auch Verwaltung ein Stück weit neu zu denken an bestimmten Stellen, sozusagen diesen Impuls auch sozusagen von außen macht mal. Und ich glaube, wir sind heute, glaube ich, hier in einer schönen Runde. Wir adressieren Sie auch immer so als Changemakerin, also die, die eigentlich sozusagen sehr veränderungsaffin sind. Und trotzdem wissen wir sozusagen aus unserer eigenen Arbeit und Sie ja vielleicht auch, dass es sozusagen ein großes oder mal mehr, mal weniger großes Spannungsverhältnis gibt zwischen dem, was man eigentlich tun will, wo man eigentlich hin will, der Idee, die man im Kopf hat, wie es auch sein könnte. Und dem, was man dann in der Praxis auch erlebt an Mühen. Sie haben das Tal der Tränen gerade auch schon, es gibt ja sozusagen das allgemeine Tal der Tränen, aber auch jede Veränderung ist ja sozusagen auch mit viel Schmerz an vielen Stellen verbunden. Und ich glaube, das ist was, wo wir gerne mit Ihnen nochmal reingucken wollen würden. Wie erleben Sie das denn? Und wie erlebst du das denn gerade, Martin? Du hast jetzt ja sozusagen beide Spannungen, du bist aus der Wissenschaft und hast dich sozusagen tief in die Verwaltung gewagt. Wie erlebst du das denn in deinem Alltag, in deiner Praxis? Zwischen ne, Dinge auch neu denken und dem, was du ne, was geht und was geht vielleicht auch nicht und wie gehst du damit um? Dann kann ich jetzt die Geschichte des Scheiterns erzählen. Da kann man sagen, erfolgreich scheitern, das ist natürlich irgendwie auch Quatsch. Also eine Kollegin ist heute mit dabei, die gleiche Erfahrung gemacht hat. Ich glaube, das Wichtigste ist sozusagen, gerade bei dem Wechsel Wissenschaft in so eine Stadtverwaltung in dem Falle, da hat natürlich keiner auf uns gewartet. Ne? Und
natürlich hat auch keiner Bock, dass ihnen da irgendwelche Klugscheißer, sag ich mal, jetzt irgendwie die Welt erklären. Und das mit dem Erklären ist, ich glaube, das war gestern ja auch schon mal Thema bei der Frage von Narrativen, man kann es vielleicht ein bisschen praktischer machen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass manche Sachen, die sozusagen als Vokabular mir völlig logisch erscheinen, mir irgendwann aufgeht, verdammte Hacke, irgendwie rede ich so, dass sie es nicht verstehen. Und diese sozusagen Kommunikationsbarrieren, das hast du ja schon mal angeklingen lassen bei der Frage der Hürden, die man so hat, die kriegt man natürlich nicht mit Organisationsreform oder sowas eingefangen, sondern über Praktiken. Und ich will so vielleicht so 2, 3 Erlebnisse schildern aus dieser Anfangsphase. So ganz kleine Sachen, die umwälzende Wirkung gehabt haben und große Impulse, die total verpufft sind. Ich habe angefangen, also der Bereich besteht aus 2 Fachbereichen. Der eine soll sich um integrierte Stadtentwicklung kümmern. Die hatten eine ganze Zeit lang eine Vakanz in der Führung. Also fängt man so eigentlich mit einem hoffentlich gut gemachten OE-Prozess an. Das war der totale Rohrkrepierer. Ja? Ich habe nach einem halben Jahr, hat es nirgendwo irgendwas hinbewegt. Es war wenig transformative Wirkung. Eine kleine Praktikenänderung hat viel durchschlagende Wirkung gehabt, denn ich habe 2 Erfahrungen gemacht, die mir völlig neu waren. Also ich machte die Erfahrung, man schickte Leuten Mails und man bekam nie eine Antwort. War mir völlig fremd. Ja? Also es war immer schwarzes Loch-Prinzip. Und dann habe ich irgendwann, so, man traut sich ja erst nicht zu fragen, dann fragt man andere und dann sagen die, ja, ist mir gar nicht aufgefallen oder ganz normal. So, und dann musste man sozusagen immer hinterher fragen. Ne? Und dann habe ich irgendwann denen gesagt, also egal was wir machen, wenn euch jemand was schreibt, die kriegen eine Antwort. Großes Erstaunen. Das hat aber jetzt wiederum die Wirkung, dass diese Praktikenveränderung wirklich durchschlagende Wirkung hat, weil jetzt mir Leute sagen, aus deinem Team kriegen wir eine Antwort. Was ist denn da los? 2. Sache, die total interessant ist, habe ich leider noch nicht so richtig durchdekliniert, aber ist, glaube ich, total wirkungsmächtig. Der Klassiker ist ja in so einem Laden Verantwortungsdiffusion. Und in der Rolle, also Bereichsleitung, dann kommt sozusagen das Dezernat und dann habe ich die Fachbereiche. Der Klassiker ist, das Postfach ist voll mit diesen CC-Mails. Und gerne bei Terminvereinbarungen, ne, die brauchen 15 Mails, um sich zu verabreden. Ich bin 15 Mal CC, ich habe mir nichts was zu tun, aber ich habe mein Postfach voll. Und irgendwann habe ich dann gesagt, also mach das gerne, aber ich verbiete sozusagen CC. Es gibt keine CC-Kommunikation. Okay. Auch das ist klein und einfach, aber der Punkt, es geht ja nicht um die Frage, ob mein Mail-Postfach voll ist, ich kann die ja auch löschen und so, aber das Interessante ist, das lädt ja sozusagen auch zur Verantwortungsdiffusion ein. Also irgendwas klappt nicht, also nehme ich mal sozusagen den Chef mit in die Runde. Und wenn man das sozusagen unterbindet, dann hat das insofern fast revolutionären Charakter, weil die Leute merken, ah, stopp, also jetzt muss ich mir überlegen, leite ich das jetzt weiter, ist das wichtig genug, wo endet oder hört meine Verantwortung auf und bis wo geht die eigentlich? Und ich habe zumindest die Idee damit verbunden, auch das Signal zu setzen, ihr habt hier euren eigenen Verantwortungsbereich, ihr müsst hier nicht für jeden Kleinkram sozusagen Erlaubnis einholen meinerseits. Und das, glaube ich, war viel wichtiger als dieser OE-Prozess, der nach einem halben Jahr versandet ist, Energie, Nerven und Zeit gekostet hat. Okay, ich würde da gerne noch mal einmal kurz nachhaken, weil ich das total spannend finde, weil auf der einen Seite kann ich das total gut nachvollziehen, dass so diese Praktik direkt ein anderes Erleben macht von, ne, ich kann anders handeln und auch meinen Handlungsspielraum darüber noch mal anders erleben. Und gleichzeitig ist ja auch die Frage, du kommst ja jetzt auch von außen vielleicht mit einem, ich weiß gar nicht, was dein Bild ist, wie es gut laufen kann und wie groß vielleicht auch sozusagen das Spannungsverhältnis ist von dem, wo ihr jetzt gerade steht in Oberhausen und da, was eigentlich dein Ideal auch wäre, wie ihr arbeitet oder was ihr machen könnt. Und da würde ich, ne, und ich bin nun auch OE-lerin, ne, deswegen, ich habe ein großes Faible für gute OE-Prozesse. Und trotzdem würde ich fragen, was machst du denn vielleicht auch darüber hinaus? Ne, also hast du einen Plan für dich, Schritte, wie du ein Stück weit auch gesteuert nach vorne gehst, um nochmal vielleicht auch was anderes am Ende als Ergebnis zu sehen? Oder ist das erstmal wirklich diese ganz kleinen Schritte und gucken, was sich daraus dann weiterentwickelt? Ich würde behaupten, da steckt kein Widerspruch drin. Also, und wahrscheinlich war mein OE-Prozess einfach nicht gut gemacht, deswegen hat es nicht funktioniert. Ich glaube, das ist kein Widerspruch. Die Frage ist aber, wo docke ich an? Und das ist schon mal so ein bisschen angeklungen. Wenn ich da sozusagen sozialwissenschaftlich drauf gucke, mit so einem verwaltungswissenschaftlichen Blick auch, dann ist ja die Anmutung, man würde jetzt mal so in die Verwaltung reiten und mit Agilitätsworkshops 120 Jahre preußischer Bürokratiegeschichte aufdröseln, ein bisschen vermessen. Ne? Also das heißt, wenn man so abstrakt darüber spricht, dann wir würden als Sozialwissenschaftler Fahrtabhängigkeiten, institutionelle Stabilität, Stabilisierungsmechanismen, was ist sozusagen am Werk? Und jetzt langweile ich euch ein bisschen sozusagen mit so einem analytischen Gerüst, was mir total weitergeholfen hat, um darüber nachzudenken, wie kriege ich sozusagen Veränderungen in Gang. Es gibt ein ganz tolles, interessantes Modell eigentlich aus der politischen Ökonomie, da geht es so um institutionellen Wandel.
Also Institutionen im Sinne, jede Art von Regel ist eine Institution. Und die arbeiten aus so 5 verschiedene Modi, also keine Sorge, ich sage nicht alle 5, aber so beispielhaft ist zum Beispiel, es gibt Regeln, die ich durch weitere Regeln ergänze. Das nennen die sozusagen Layering. Also könnt ihr euch wie so einen Schichtkuchen vorstellen. Ich habe eine Regel, die ist lange etabliert, stabil, an der orientieren sich alle. Ich könnte jetzt an dieser Regel rumfrickeln. Ich kann aber auch sagen, ich packe noch 2, 3, 4, 5 andere dazu. Und dann habe ich so eine Art Regelsystem, das es ergänzt. Diese Art von Layering verändert die Ursprungsregel. Das kann, also ist ein abstraktes Modell, kann man, glaube ich, aber in der Praxis total anwenden. Also zu sagen, ich habe hier Regeln, da hängen Leute dran, also sie hängen organisationskulturell dran, man hat sich dran gewöhnt. Also diese Regel von heute auf morgen abzuschaffen, würde Tumult schaffen. Ich lasse sie, aber ich ergänze eine andere. Das zweite wäre einfach, Regeln zu unterlaufen. Und das ist auch schon eine uralte Idee. Niklas Luhmann hat 1964 über die brauchbare Illegalität der Verwaltung gesprochen. Hat genau den Begriff benutzt. Und das können wir, glaube ich, alle in der Verwaltungspraxis durchdeklinieren. Wenn wir sozusagen nach Standard Operating Procedure vorgehen würden, würde nichts funktionieren. Also gar nichts. Also braucht man sozusagen Merkmale von brauchbarer Illegalität. Also was lasse ich weg? Welche Regel setze ich nicht hundertprozentig durch? Wo mache ich Abstriche? Also das würde man sozusagen als Neglect beschreiben. Ne? Ich lasse die einfach austrudeln und sage, ja, war schön, wunderbare, tolle Regel, haben wir die aufgeschrieben. Also diese Art also das ist ja sozusagen Informalität. Und ich glaube, dass diese sozusagen Informalitätsfenster in meiner Erfahrung jedenfalls meistens besser funktionieren, als sich mit dem Kopf auf die Wand zu stürzen und dann halt zum 10. Mal festzustellen, dass die doch ziemlich stabil ist. Und ich glaube, es geht, um jetzt auf deine Frage zu antworten, wie man sozusagen eigene Impulse setzt, zu überlegen, mit was von einer Organisation habe ich zu tun? Weil natürlich jeder Laden anders ist. Und auch wie man drauf guckt. Ich glaube, man muss sich überlegen, was sind die Organisationsregeln, was ist da los, welches Personal habe, wo kann ich ansetzen? Mal kann ich mit Regelergänzung operieren, mal mit sozusagen dem leichten Ausschleifen. Mal reicht es, wenn man 2, 3 Leute irgendwie verschiebt, tauscht, Teamkonfiguration ändert und das kann durchschlagende Wirkung haben, um die eigentlichen Ziele zu verfolgen. Und das machen ja auch gute politische Akteure. Ne? Also die sagen ja nicht, jetzt machen wir grundstürzende Revolution, sondern die fangen mal so an, den kleinen Rädchen zu drehen. Und ich glaube, das ist meistens ein ganz guter Weg. Okay. Ich hätte es gar nicht besser beschreiben. Genau, ich finde auch, das ist eine sehr schöne Überleitung, weil ich glaube, ich kenne dich ja sozusagen auch so ein bisschen aus der gemeinsamen Arbeit und habe ja sozusagen viel gesehen, wie du sozusagen auch in Wolfsburg ne, diese permanente Veränderung, aber vielleicht auch manchmal die etwas greifbare Veränderung. Ihr habt jetzt einen neuen Ziel- und Steuerungsprozess in deinem Dezernat auch zum integrierten Miteinanderarbeiten ja auch entwickelt, auch gestaltet. Also ich würde sagen, das erkenne ich sehr, sehr stark wieder. Ich fände an der Stelle auch nochmal spannend, weil du machst es ja ganz lange, Veränderungen, du hast viel bewegt, auch zumindest was wir von außen sehen. Ich glaube, viele, die den Change Guide mitgenommen haben, ich glaube, vieles ne, haben wir uns auch an ein paar Stellen inspirieren lassen von Wolfsburg, immer wieder gerne. Aber vielleicht auch nochmal da die Frage in diesem Spannungsverhältnis, wo siehst du eigentlich so die größten Herausforderungen oder was ist so der Punkt, wo du merkst, das läuft einfach nicht so, wie du dir das wünschen würdest und wie gehst du damit um oder was macht es vielleicht auch manchmal schwerer als gedacht? Also ich glaube, ich habe mich in den letzten Jahren zusehends von dem Satz verabschiedet, das läuft nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Mhm. Also das ist ja auch ein persönlicher Lernprozess, den man sozusagen im Laufe der Zeit macht. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht sozusagen eine Veränderung vorantreiben will, aber nochmal deutlicher. Sicherlich vielleicht auch nochmal gerade durch die Pandemie und die Folgen daraus an der Stelle nochmal geguckt habe, was ist sozusagen tatsächlich auch in Anerkennung kleiner Schritte diesbezüglich möglich und auch zu würdigen, was alles sozusagen erreicht worden ist. Und es geht mir da weniger um Perfektionismus, sondern es geht mir darum, dass im Prinzip meine Mitarbeiterinnen in meinem Dezernat eben verstehen, dass der Gewinn darin liegt, bestimmte Dinge, die anstehen, dass man die gut gemeinsam an der Stelle erreicht. Und ich definiere inzwischen das gemeinsam auf der einen Seite in der übergreifenden Zusammenarbeit, das machen wir ja in unserem Steuerungskreis, da sitzen alle Führungskräfte sozusagen, aber wir sitzen auch hierarchieübergreifend zusammen und besprechen die übergreifenden Themen.
aber dass das Verständnis sozusagen auch in den einzelnen Geschäftsbereichen diesbezüglich wächst. Und das ist sicherlich kulturell sehr, sehr unterschiedlich. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie sozusagen die Prozesse dort gestaltet sind. Und ich habe neulich gerade mit Katharina Wager, die Jugendamtsleiterin bei uns, haben wir gerade noch mal reflektiert. Wir haben ja vor 7 Jahren nochmal den Prozess der integrierten Jugendhilfeplanung bei uns völlig anders aufgesetzt und haben jetzt gerade einen neuen Plan letzten Endes verabschiedet, der wirklich mit breiter Beteiligung der AG 78 über alle Felder an der Stelle hinweg, nicht nur der Bereiche innerhalb des Jugendamtes, sondern auch der externen Partner sozusagen in einem großen Diskursprozess das verabschiedet. Und da haben wir nochmal reflektiert, dass im Prinzip der Invest, den wir am Anfang getätigt haben, unwahrscheinlich anstrengend an der Stelle war. Weil natürlich, wenn man sich da aus der Komfortzone bewegt und eben letzten Endes alle beteiligt, und mit Komfortzone meine ich nicht nur die Führungskräfte, sondern auch alle Bereiche, und natürlich den Externen auch deutlich macht, dass sie Wirksamkeit entfalten können. Denn darum geht es ja. Ne? Also ich mache ja nichts nur einfach nur so. Ich will ja selbst wirksam sein oder ich will mich damit ja verbinden. Wenn ich da keinen Sinn drin sehe, warum sollte ich das tun? Da muss man sich einfach bewusst sein, dass man diesen Invest erstmal in kleinen Schritten an der Stelle geht und dass das dann erfolgreich ist. Und das, finde ich, schwappt dann auch rüber in die übergreifende Zusammenarbeit an der Stelle, die wir dann sukzessive halt auch verändern können. Und man muss halt erleben, dass man das, was man tut, auch Spaß macht. Also ich gewinne ja niemanden damit, dass ich irgendwas sage, wo alle nur denken, oh Gott, ich habe den Schreibtisch voll, jetzt soll ich das auch noch machen, sondern es muss ja irgendwie eine Motivation geben. Und ich muss einen Sinn daran sehen. Und das heißt auch, dass ich an allen Stellen auch lernbereit sein muss. Und ich glaube, ich habe auch eine Menge an der Stelle auch dazugelernt, was erwartbar ist, was aber auch unrealistisch ist. Und ich glaube, dass wir auch noch weiter lernen müssen, also hierarchieübergreifend bestimmte Steuerungsimpulse einfach auch aufzunehmen und die dann entsprechend einzuordnen. Ja, und man muss was machen, was man Spaß macht. Und natürlich stoßen wir auch an Grenzen, nämlich spätestens an den Dezernatsgrenzen, weil man muss sich einfach vorstellen, dass wir einen Entwicklungsprozess über 20 Jahre gegangen sind, die die anderen Bereiche aus diversesten von Gründen, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will, nicht erreicht haben. Das heißt, wir sind schon auch so ein Satellit bei uns in der Verwaltung. Und das macht natürlich gerade den Bereichen, die, ich sag mal, auf einer Entwicklungsstufe sich wirklich weiterentwickelt haben, während jetzt meinetwegen die anderen Verwaltungsbereiche eher noch in der Beschreibung sind, die du gerade gesagt hast. Das glaube ich, das macht die größten Herausforderungen, weil natürlich meine Leute wissen, was möglich ist, wenn man zusammenarbeitet an gemeinsamen Zielen, wenn man miteinander kommuniziert, wenn man sich kennenlernt, wenn man auf kurzem Wege sozusagen Prozesse einfach verändert. Und wenn sie dann sozusagen den Schritt rübergehen und feststellen, dass das da nicht möglich ist, dann bedeutet das natürlich, in ständigen Ambiguitäten und auch in ständigen Spannungsverhältnissen an der Stelle zu leben. Also man könnte fast sagen, na, manchmal gibt es verzweifelte Gespräche. Also wenn ich eher den Rückzug antreten würde und würde meine Mauern auch wieder hochziehen, dann wäre es ja vielleicht für mich an der Stelle auch einfacher, als anzugucken, was auf der anderen Seite ist. Trotzdem glaube ich, dass wir auch in andere Bereiche hinein Wirksamkeit erlangen, aber eben man da eine Menge Geduld letzten Endes auch aufbringen muss. Ne? Okay, das heißt, du sagst auch, man muss wirklich dranbleiben, auch wenn am Anfang vielleicht erstmal ein hohes Investment notwendig ist. Man muss es aushalten und es lohnt sich dann am Ende doch. Was sagtest du jetzt, ihr seid 8 Jahre dabei und jetzt könnt ihr so wirklich die Früchte ernten, die ihr vielleicht vor 6 Jahren noch nicht so gesehen habt. Was würdest du denn sagen jetzt, wer ist denn jetzt eigentlich letztlich in der Verantwortung, wirklich diese Praxisveränderungen auch mit voranzutreiben und voranzugehen und umzusetzen und eben am Ball zu bleiben? Alle. Also,
Ich würde einfach sagen, es sind alle in Verantwortung, weil es reicht ja nicht, wenn ich das, also wenn ich das nur will. Also natürlich ist es hilfreich, wenn man an einer bestimmten Stelle einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte hat, die das mit vorantreibt. Aber man kann sich auch nicht zurückziehen und sagen, weil der das nicht tut, bin ich dann sozusagen nicht in Verantwortung. Und jeder Vorgesetzte kann es nicht tun ohne Mitarbeitende, die begeistert sind. Ich habe ganz viele unterschiedliche, wirklich echt klasse Fachleute, die auch viele Sachen deutlich besser können, als ich das kann. Und die begeistert sozusagen auch Veränderungen reinbringen, die dann auch tragen und wo es eine gegenseitige Anerkennung an der Stelle gibt. Also wenn ich überlege, im Bildungsbüro, Jagoda Mutovidlo, die jetzt mit einem Kollegen aus dem Integrationsreferat zusammen eine Befragung von Beratungsstellen vorgenommen hat, die sich mit Integration beschäftigen, das in einem Beteiligungsprozess mit Beratungsstellen durchgeführt hat, im Diskurs mit Politik, innerhalb der Verwaltung und jetzt auch über unsere Grenzen hinaus mit dem Jobcenter versucht wird, was zu verändern, dann ist das einfach großartig und das hätte ich ohne die Kollegen nie machen können. Das führt zur Anerkennung auch in anderen Bereichen. Ja, und von daher, wenn aber dort die Verantwortung nicht getragen werden würde, ne, wenn das Integrationsreferat sagen würde, das ist schön, dass das gewollt wird, aber ich ziehe meine Jalousien hoch und sage, ich kann das alles nicht, dann funktioniert das nicht. Also das heißt, jeder kann an seinem Platz auch bestimmte Prozesse machen. Das fand ich übrigens gestern gut an dem Vortrag, dass man nochmal gucken kann, was ist mein Handlungsspielraum und was kann ich in meinem Handlungsspielraum verändern und auch ein Stück darauf zu vertrauen, dass das trotzdem Wirkung zeigt. Das, was nicht funktioniert, ist schnelle, also wenn man schnelle Erfolge erzielen will. Na, man kann natürlich pausenlos irgendwelche Leuchttürme aus dem Boden stampfen, aber das bleibt dann der Leuchtturm, den man auch irgendwann sozusagen nur noch von ferne als kleines Lichtlein an der Stelle sieht. Ich erinnere mich auch daran, dass wir im Vorgespräch auch ganz explizit nochmal dir auch die Frage gestellt haben, so auch aus deiner Rolle als Führungskraft, was würdest du denn auch Mitarbeitenden, und wir haben es ja auch gestern gesehen, wir haben ja auch hier ganz viele Fachplanende oder PlanerInnen hier im Raum, was würdest du denen dann auch gerne mal so aus deiner Perspektive noch mitgeben? Also ich habe versucht, meine Fachplanenden an den unterschiedlichen Stellen zu ermutigen, nicht bei den Zahlen an der Stelle stehen zu bleiben. Ja, das ist ja total schön, wenn man, also ob man ein Fach- und Finanzcontrolling im ASD hat, wo man sozusagen die Zahlen einfach vorlegt, oder ob man in der Sozialplanung, in der Jugendhilfeplanung, in der Kita-Fachplanung, also kann man ja wunderbar sozusagen, ne, Zahlen generieren, dann präsentiert man die in bunten Folien und dann wird erwartet, dass der Vorgesetzte im Zweifel dann ganz schlaue Dinge daraus an der Stelle Rückschlüsse zieht. Und ich würde einfach die Fachplanenden ermutigen, sie müssen ihre Vorgesetzten in die Lage versetzen, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Und das setzt eben auch voraus, dass sie in den Diskurs gehen müssen, also aus der Analyse der Daten heraus in den Diskurs gehen müssen mit den Praktikern. Sie müssen sozusagen an der Stelle diese Ergebnisse ventilieren und sie dürfen und sollten und müssten ihren Vorgesetzten dann entsprechende Handlungsempfehlungen an der Stelle machen. Ob das dann aus, ich sag mal, politischen Erwägungen heraus, monetären, was auch immer, dann und wie das umgesetzt wird, da liegt die Verantwortung woanders, aber Sie haben einfach eine wahnsinnige Kompetenz und stellen Sie doch einfach die zur Verfügung. Und damit können Sie auch eine viel größere Wirksamkeit an der Stelle erzielen. Und haben Sie nicht die Erwartungshaltung, dass Vorgesetzte Alleskönner sind. Das mag ja sein, dass das in der Vergangenheit so generiert worden ist, das ist aber nicht so. Also wir können viel, wir können Rahmenbedingungen an der Stelle schaffen, wir können, ich sag mal, eine Atmosphäre an der Stelle schaffen, wir können entscheiden, etc. pp., aber wir können nicht jedes Fachressort bedienen und dafür haben wir sie ja und das würde ich mir wirklich wünschen und ich kann das für meine Mitarbeitenden sagen, dass sich das unfassbar toll an der Stelle entwickelt hat und dass wir damit natürlich auch viel wirksamer sein können. Und damit können Sie auch Veränderungen in Verwaltung an der Stelle erzielen. Also von daher wünsche ich mir da ganz viel Mut, ja, das einfach zu tun. Ja, danke schön.
Martin, wir hatten ja auch ein bisschen darüber gesprochen, auch über diese Frage, wer ist es denn jetzt letztendlich, der so die Veränderungen umtreibt? Und da ist mir noch in Erinnerung geblieben, du meintest so, ja, es braucht aber schon auch die Führungskräfte, weil so ganz bottom-up weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Wie würdest du das so ein bisschen einschätzen, auch mit dem, was jetzt Iris gesagt hat, auch dieses Empowern und Ermutigen, auch dass man eigentlich in jedem Bereich in seinem Handlungsspielraum auch wirklich Veränderungsmacht und Gestaltungsmacht hat? Also ich hänge auch gedanklich noch bei einem Begriff, der eben fiel, nämlich Ambiguität, und tue mich ein bisschen schwer, das so allzu schnell so zu rationalisieren und das sozusagen auf den Weg zu führen, wie wir jetzt das rausfinden. Ich glaube, was dazugehört ist, zwei Dinge aufzubringen, nämlich sich Dilemmata, die bestehen bleiben, klarzumachen, weil ich glaube, man manövriert permanent von einem Dilemma ins nächste. Und die lassen sich, ich meine, das ist das Wesen eines Dilemmas, dass sich das nicht auflöst, sondern ich kann den einen oder den anderen tot sterben. Und manchmal ist halt sozusagen die Wahl zwischen zwei Übeln. Ne? Das, glaube ich, gehört irgendwie dazu. Und meine Erfahrung jedenfalls ist, dass so Ambiguitätstoleranz, könnte man es ein bisschen abstrakter nennen, natürlich irgendwie auch was ist, was man üben muss. Ne? Also das muss man sozusagen aushalten. Ich mache jedenfalls die Erfahrung ganz oft, und das zieht sich jetzt nicht nur durch die kommunale Verwaltungspraxis, sondern ich habe das auch auf einer Landesverwaltungsebene erlebt, dass man trotzdem versucht, in so einem Laden komplexe Prozesse, also komplexe Probleme mit linearen Prozessen totzuschlagen. Und das ist natürlich irgendwie Quatsch. Also ich kann, das Wesen von Komplexität und Kompliziertheit ist ja was anderes. Also kompliziert ist ein Motor vielleicht, ne? Also der hat 1000 Rädchen und so, aber es ist irgendwie klar, wenn die in einer bestimmten Reihenfolge in den Motor verbaut werden, dann dreht sich das Ding und bringt Tempo auf die Straße. Bei Komplexität ist das Problem, ich drehe an dem einen Rädchen und auf einmal fliegt der Auspuff weg und ich weiß gar nicht, wo der Zusammenhang besteht. Und das, also ich glaube, wir führen ganz oft dieses Komplexitätsthema im Munde, aber es heißt eigentlich auch zu akzeptieren, dass wir manchmal null Ahnung haben, wo das hinführt. Und ich glaube, dass das auch, und das glaube ich ist ein bisschen, was man vielleicht auch vorleben kann, zu sagen, wir haben ein Delta von Nichtwissen, das muss man einpreisen. Also ich würde sagen, es braucht strategisches Handeln unter Bedingungen von Unsicherheit. Weil Sicherheit werden wir an bestimmten Punkten niemals haben. Und das ist sozusagen die Währung auch der politischen Sphäre. Wenn Sie als Wissenschaftler auf ein Problem gucken, dann kann man sagen, gebt mir 3 Jahre und 100.000, dann finde ich eine Lösung. Als politischer Akteur und auch vielleicht in der Verwaltungsführungsrolle sagt man, ja, du hast 3 Stunden. Überleg dir, was du machst. Ja? Und da kann ich nicht sagen, oh, da muss ich noch 3-mal drüber nachdenken, da haben wir kein gesichertes Wissen, da fehlt mir die Empirie. Das kann man in der Wissenschaft machen. Das fällt sozusagen raus. Also wie gehe ich mit diesen Bedingungen von Unsicherheit um? Das, glaube ich, muss man trainieren. Und die andere Sache, jedenfalls meine Erfahrung, dass das unheimlich, mir jedenfalls schwerfällt, das zu vermitteln, ist, dass wir für die Tonne arbeiten, oft. Dass man Dinge leider in die Schublade legt, weil leider die Opportunitätskosten zu hoch sind, weil es keinen politischen Willen gibt, weil es auch immer dazwischen kommt, weil das Gelegenheitsfenster nicht offen ist. Und jedenfalls ist meine Erfahrung sozusagen, gerade in der Stadtentwicklung, wir denken über irgendwas nach, wir haben vielleicht eine Lösung entwickelt, nur dummerweise will die gerade keiner hören. Jetzt kann man sozusagen lachen und sagen, boah, ist irgendwie bitter. Man muss Frustrationstoleranz aufbringen und sagen, okay, in die Schublade damit. Denn als Politikwissenschaftler drauf geguckt, würde ich sagen, wunderbar, wenn das in der Schublade liegt, kommt irgendwann das, was Kington mal das Gelegenheitsfenster genannt hat. Ich habe einen Problemstrom und ich habe einen sozusagen Lösungsstrom und ich habe einen Ereignisstrom. Und nur wenn das zusammenkommt, kann ich was machen. Und der entscheidende Punkt ist ja, dass wenn irgendwas passiert, wenn irgendein Fenster sich öffnet, dass ich die Schublade aufmache, da ist was drin. Wenn da nichts drin ist, ist die Gelegenheit verpufft. Ich habe weder ein Problem, also ich habe keine Lösung für ein Problem, was neu aufpoppt, und ich kann auch das Fenster nicht nutzen. Ich glaube, das ist so als Trainingseffekt, würde ich sagen, muss man irgendwie auch von der Spitze vorleben, sonst bleibt die Schublade leer. Und ich glaube, es gibt sozusagen hinreichende und notwendige Bedingungen in dem Ganzen. Und ich glaube, es gibt schon auch ein paar notwendige Bedingungen, ohne die man nichts erreichen kann. Also wenn man so eine agonisierte Spitze hat, die null politische Zielsetzung hat, gar nichts erreichen will, da kann ich mir sozusagen auf der Fachebene ein Bein ausreißen. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Ja? Also ich muss schon irgendwie auch so ein bisschen politischen Mut dabei haben, zu sagen, das ist die notwendige Bedingung. Ob es dann funktioniert, ob das hinreichend ist, weiß ich nicht. Aber komplette Ambitionslosigkeit in Führungspositionen, die es auch gibt, ja, zuhauf, ja, und sagen, wo sozusagen nur die Verwaltung verwaltet wird, da glaube ich, ist sozusagen den von unten heraus Change zu organisieren, also würde ich behaupten, unglaublich schwer bis unmöglich. Also Iris hat
ganz schnell das Mikro genommen und möchte darauf antworten. Ja, weil ich sag mal, das ist sicherlich alles richtig. Also man braucht halt einfach für viele Dinge, braucht man einfach einen total langen Atem und das richtige Zeitfenster. Das ist einfach so. Also ich habe Projekte gehabt, die von der Idee bis zur Realisierung 8 Jahre gedauert haben. Man muss auch eine gewisse Hartnäckigkeit an der Stelle haben und dann gucken, dass man das Zeitfenster letzten Endes dann auch gewinnt. Also wir sind ja auch nicht, ich sag mal, in der Villa Kunterbunt. Ne? Wir haben eine schwierige politische Situation, also und die haben wir jetzt nicht nur, ich sag mal, auf Bundesebene, die haben wir, ich sag mal, auf der Landesebene. Es gibt eine wirklich starke Divergenz zwischen Herausforderungen in der Kommune und der Art und Weise, wie das Land versucht, in komplexen Situationen durch noch mehr Regelungen das zu übersteuern. Das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, das erleben wir ja tagtäglich. Also negieren halt auch der Situationen an der Stelle vor Ort. Also die Liste dessen, was man alles beklagen könnte, die ist wirklich, glaube ich, unglaublich lang. Ich würde einfach sagen, es hilft nichts. Es gibt trotzdem, und das muss man ehrlicherweise auch sagen, es gibt trotzdem eine Menge Dinge, die man auch selbst gestalten kann. Und die Frage ist eben, worauf konzentriert man sich? Na, man kann sich natürlich abarbeiten, permanent an dem, was letzten Endes wirklich nicht funktioniert. Und wenn wir das tun würden, dann, ich sag mal, wäre man, ich sag mal, mehr als demotiviert. Aber es macht schon Sinn, sich auch auf die Dinge zu konzentrieren, die man bewegen kann. Und wir haben als Verwaltung natürlich, das wird ja auch häufig von Politik beklagt, auch auf kommunaler Ebene, schon eine nicht unerhebliche Macht. Na, das muss man auch sagen. Also man kann ja nicht so tun, als würde sozusagen nur der politische Mandatsträger uns vorschreiben, was wir tun. Ganz im Gegenteil, manchmal wäre es ja schön, die würden mal sagen, was sie jetzt eigentlich wollten. Aber am Ende ist es ja so, dass wir ja sozusagen gestalten. Und von daher ist die Frage, welche Prioritäten setzt man auch? Und das, finde ich, ist auch eine Aufgabe an der Stelle dann von Führung, von allen Ebenen zu gucken, wo setze ich tatsächlich meine Prioritäten, um meine Leute auch sich nicht totlaufen zu lassen, sie mit diesen Ambiguitäten und Realitäten auch zu konfrontieren, aber auch zu ermöglichen, dass eben Schritte nach vorne an der Stelle gemacht werden. Und da sind Führungskräfte in dem Teil, finde ich, heute mehr gefragt denn je, sich da nicht zurückzuhalten und sich auch nicht wegzuducken oder so und auch offen mit den Führungskräften die Realitäten zu besprechen. Natürlich haben wir in den Verwaltungen manchmal Hauptverwaltungsbeamte, die leben halt, ich sage das mal ein bisschen zugespitzt, in ihrer eigenen Welt mit der Konzentration auf die nächste Wiederwahl, haben auch nicht so gut in der Eingleisigkeit im Prinzip im Blick, eine Verwaltung an der Stelle zu führen, sondern eher die repräsentativen Aufgaben wahrzunehmen. Und das ist dann halt eben in einer gewissen Weise auszugleichen und auch adäquat in Richtung Mitarbeiten auch zu kommunizieren und da auch deutlich zu machen, was könnt ihr erwarten, was könnt ihr aber auch nicht erwarten und dafür dann sozusagen für einen Rahmen und Prioritäten zu sorgen. Also von daher, ich wollte nicht widersprechen, aber ich wollte noch mal deutlich machen, dass ich es auch schwierig finde, in der jetzigen Situation in diese allgemeine Jammerei an der Stelle mit einzustimmen, die nicht, dass ich dir das unterstellen wollte, aber das ist ja ganz häufig so, dass alle sagen, das ist so schwierig und man kann überhaupt nichts machen. Das ist letzten Endes auch nicht gut, sondern man muss die Möglichkeiten suchen, die man hat, und mit denen, die man nicht hat, muss man einen Umgang finden. Und wie gesagt, da sehe ich wirklich eine Hauptverantwortung von Führungskräften. Weil da muss man Mitarbeitenden wirklich auch Sicherheit an der Stelle und Rahmen bieten, das für die wirklich auch sortieren und einordnen, damit die tatsächlich auch wirksam sein können. Und ich sage mal, in Zeiten des Fachkräftemangels ist das ehrlich gesagt so wichtig wie nur was, weil sonst, ich sag mal, finden wir da auch niemanden. Wenn ich nur in die Hoffnungslosigkeit hinein arbeite, dann kann ich natürlich jemanden auch keinen Raum bieten. Aber ich würde zurückblickend sagen, wir haben, glaube ich, eine Menge erreichen können, trotz dieser ganzen Rahmenbedingungen. Und wir müssen uns auch angewöhnen, das auch nach vorne zu stellen. Also wirklich auch zu sagen, das und das haben wir erreicht. Und das ist gut. Und ich sag mal, die Trauben nicht zu hoch zu hängen und dann sozusagen in kleinen Schritten sozusagen auch ein bisschen Mut zu machen. Das wäre mir auch nochmal wichtig, so als Botschaft.
super. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ganz schön. Wir leiten ja nachher gleich auch wie über in die Workshops, wo es ja auch darum geht, noch mal so ein bisschen Handwerkszeug mitzubekommen und diesen Weg zu beschreiben. Und vielleicht auch anknüpfend an gestern, an diese, zum einen diesen Blick nach vorne in Veränderungen auch. Ich habe, du warst gestern nicht da, aber die Kollegin Nitta hat gestern mal sehr deutlich gemacht, wie dringend, aber schon irgendwie von außen, so ein, ne, es muss sich schon, ne, es soll sich was bewegen. Ich glaube, was ich von euch beiden noch mal abholen würde jetzt zum Ende, ist vielleicht so ein bisschen dieses, du hast gesagt, ihr habt jetzt integrierte Jugendhilfeplanung vor 8 Jahren richtig gestartet, viel investiert und ihr erntet jetzt die Früchte. Was sind so die ne, vielleicht erstmal mit dir angefangen, die Früchte, die du gerne in weiteren 8 Jahren ernten würdest? Hast du so ein Bild, eine Idee, irgendwas, was man auch noch mal mitgeben kann als so ein bisschen Motor, wo es denn hingehen könnte? Also hast du irgendwas, was du sozusagen nochmal als, ja, ich sag jetzt nicht Vision, sondern also als das, was du gerne als sehen Wunsch möchtest. Vielleicht. Als genau. Also ich konzentriere mich jetzt mal auf die nächsten 4 und für die anderen 4, ne, seid ihr dann zuständig. Was ich gerne in den nächsten 4 Jahren noch erreichen möchte, dass einfach sozusagen meine Führungskräfte nach wie vor den Wert in einer Zusammenarbeit an der Stelle kennen und sehr selbstbewusst aber auch sind in der Frage, wo muss ich eine Grenze ziehen im Rahmen meiner Organisation und wo ist aber wirklich die Zusammenarbeit absolut an der Stelle entscheidend wichtig und da den Benefit weitererkennen. Und ich würde gerne das, was wir angefangen haben, also wirklich, ich sag mal, anders mit Daten und Beteiligung an der Stelle in der Bevölkerung umzugehen, das würde ich an der Stelle ausweiten und da wirklich auch gute Prozesse mit meinen Kollegen und Kolleginnen entwickeln, die auch, ich sag mal, tragfähig sind und einfach auch ein gutes Muster ist. Also von daher eher, hört sich jetzt vielleicht nicht so spektakulär an, aber ich glaube einfach, dass wir damit ein hohes Maß an Wirksamkeit an der Stelle erzielen können und auch, ich sag mal, nach draußen, also auch gerade in Richtung Bürgerinnen und Bürger, was das angeht, viel erreichen können. Das wäre mir wichtig. Ich will jetzt nicht das ganz große gesellschaftliche Fass aufmachen, aber in Bezug jetzt auf das Thema Veränderung wäre mir das wichtig. Und dass natürlich auch unsere Mitarbeitenden, das ist vielleicht auch noch ein Schritt, ich glaube, worüber wir nochmal nachdenken müssen, weil wir ja sehr im Bereich der Planer und im Bereich der Führungskräfte diskutieren, ich glaube, ich möchte in den 4 Jahren auch nochmal gucken, dass unsere Mitarbeitenden ganz praktisch an bestimmten Stellen auch nochmal erleben können, wofür sie letzten Endes auch der Benefit ist. Also nicht im Sinne eines riesengroßen, sondern eines kleinen, damit das nicht so eine Abstraktionsebene an der Stelle hat. Das finde ich auch nochmal interessant, daran zu arbeiten. Super, vielen Dank. Martin, du hast mal die 2 Brillen, die Verwaltungsbrille und vielleicht auch nochmal die Metabrille wissenschaftlich. Was ist so dein Blick in die Zukunft, jetzt 4 oder 10 Jahre, je nachdem, welche Geschichte du erzählen möchtest? Gott, 4 Jahre finde ich schon eine Überforderung, mir das zu überlegen. Ich docke mal bei einem Punkt an, den ich total interessant finde, mit der bisschen die Frage auch, vielleicht taucht das irgendwie nochmal auf am Nachmittag oder an anderer Stelle, dieser Prozessqualität und des nach außen gewandten. Also oft ist ja, oder das logischerweise neigt ja die Verwaltung dazu, sozusagen nach innen gerichtet zu sein und dann nach außen sozusagen die Mauern hochzuziehen manchmal. Also wenn man das interne Silo mal aufgebrochen hat, freut man sich, dass man außen stabile Seitenwände hat. Und dann kommen noch diese komischen Bürgerinnen und Bürger und dann wird es super kompliziert. Also mit denen wollen wir gar nicht. Also meine Erfahrung jedenfalls bei der Stadtentwicklung, weil die ja gerade so einen starken Ankerpunkt Richtung Beteiligungsgeschichten hat und das ist ein also wirklich mühsames Geschäft, wahrzunehmen, dass Beteiligung nicht immer heißt, wir sammeln jetzt die 3 Millionen Wünsche ein und dann müssen wir die alle erfüllen, sondern wie man gute Beteiligung macht. Und ich glaube, da gibt es eine Menge zu lernen, weil ich, also auch in der alten Erfahrung, ich schon vielfach bei sogenannten Beteiligungsprozessen echt auch viele Fehler beobachte, die man da so machen kann und die auch gemacht werden. Also auch mal systematisch aufzudröseln, was haben wir eigentlich da vor uns? Also geht es um Konsultation, Beratung, geht es um sozusagen Mitentscheidungen oder geht es um irgendeine andere Form von Beteiligung, dass es überhaupt mal deutlich gemacht und rausgearbeitet wird. Und eine Erfahrung, glaube ich, von der man lernen kann, vielleicht kann man das auch intern verwenden, ist, dass ja ein stabil ausgehandelter Dissens besser ist als ein unterstellter Konsens.
Und sozusagen auch dieses Dissensmanagement zu betreiben, das hat eine interne und eine externe Wirkung. Weil das heißt ja auch nicht, wenn man so ein Team hat, wäre jedenfalls meine These, wenn das intern auch stimmt, zu sagen, jetzt müssen alle sozusagen einverstanden sein, alle müssen diesem Konsens zustimmen, sondern ich muss eine Mehrheitsfähigkeit hinbekommen, dass es mitgetragen wird, und ich muss denen, die trotzdem dagegen sind, das Gefühl, nicht nur das Gefühl vermitteln, sondern den ernsthaften Eindruck geben, es gab einen sauberen Prozess, daran waren sie beteiligt, es gibt jetzt auf einer anderen Grundlage eine andere Entscheidung, weil die Erfahrung ja oft ist, dass man es dann mitträgt. Und das sieht man bei gut gemachten Bürgerbeteiligungsprozessen auch, da sind Leute, die gehen irgendwo hin, die erleben einen fairen, sauberen Prozess, am Ende gibt es zu irgendeiner Sachfrage vielleicht eine Einschätzung und der stimmt man nicht zu und die Leute sagen trotzdem, kann ich mit leben? Ich weiß, da waren andere Meinungen im Raum, die haben sich durchgesetzt, muss ich akzeptieren. Ich glaube, da kann man eine Menge Dinge besser und anders machen, gerade in so pflichtigen Beteiligungsformaten. Also jetzt kommen meine Leute aus der Stadtplanung und so, also gerade diese pflichtigen Sachen im Baubereich, das ist wirklich Quark, ja? Das macht es alles schlimmer. Da kommt so Anliegerdemokratie der schlimmsten Sorte zum Vorschein. Ne? Da kommen die 10, die immer kommen und die kennt man schon und man weiß das alles und so. Also diese Art von Beteiligung braucht wirklich kein Mensch und da würde ich sagen, da kann man gut auf der Makroebene dran arbeiten. Und ehrlich gesagt haben wir das versucht in Nordrhein-Westfalen, jedenfalls über eine Enquete-Kommission, den Landtag dazu zu bringen, aus der Gemeindeordnung und auch zum Teil aus den Beteiligungsvorgaben so einen Teil dieser Quatschbeteiligungsformate rauszustreichen, die einfach unsinnig sind, weil sie zur Verantwortungsdiffusion einladen und sagen, ja, jetzt fragen wir mal die Bürgerinnen und Bürger. Also das ist echt, das wäre was für wahrscheinlich 5 Jahre oder 10 Jahre. Was ganz Praktisches, das war, glaube ich, eben auch die Frage, Iris, die du bekommen hast, was du dir wünschst oder für die Leute. Also eine Sache, die ich mir unheimlich wünschen würde, was ich zu wenig erlebe, ist einfach Widerspruch. Also fachlich begründeter Widerspruch zu fragen, mag sein, finde ich aus folgenden Gründen unsinnig, habe ich eine andere Perspektive dazu. Also das auf der sachlichen Ebene vorzutragen, sich auch zu trauen, das zu Gehör zu bringen, ist jedenfalls meine Erfahrung, dass das bei uns in meinem Laden unterentwickelt ist. Da traut man sich eigentlich nicht, diese Art von Widerspruch anzumelden. Es reicht nicht, wenn die übernächste Hierarchieebene noch im Raum ist. Dann gibt es diese Beobachtungsspielchen. Also sobald sozusagen mein Dezernent und ich, irgendwie, wenn wir gemeinsam irgendwo sitzen, dann verstummt das die Runde oft so schnell. Also ganz praktischer Tipp. Also mich nervt das total aus so einer Führungsperspektive, wenn man nur in so leere, tote Augen zu gucken meint. Und man weiß ja, das Blöde ist, man weiß ja gar nicht, was ist da los. Also versuchen die es zu verstehen, gibt es da Widerspruch und so. Man weiß es nicht, also sprechenden Menschen kann man helfen und ich würde echt sagen, sprecht dann bitte, weil sonst habe ich keine Ahnung, was da gedacht wird. Ja, also sehr Praxis, vielleicht was für die nächsten 2 Wochen dann ein Wunsch wäre. Wunderbar. Vielen Dank. Ich muss auch gerade da nochmal an unseren Change Guide denken, wo ja auch so die Frage von wer spricht eigentlich wie, mit wem, wann auch nochmal Thema ist. Also ich glaube, da haben Sie ja sozusagen alle auch unser Buch, was Sie nochmal mitnehmen können. Mit Blick auf die Uhr bleibt mir zu sagen, herzlichen Dank, dass Sie sich hier auf die Bühne mit uns gewagt haben.